Ja, die paar Goblins, die da den Weg bewachen, die können wir auf dem Rückweg. Aber ja, wir haben neues Zeug. Einmal eine Fischerhütte. Einen Schießstand und ein Nahrungslager und den Scharfschützen. So, die Anordnung. Hier vorne immer die Rohstoffgebäude. Am besten mit dem Verarbeitungsgebäude dabei. Dann der Wachturm und dann die Haupthäuser und dann die ganzen Kasernen. Bereit! In die Schlacht! So habe ich jedenfalls immer die Reihenfolge. Und ja, Scharfschütze. Ist um einiges teurer als die anderen beiden Einheiten, ist aber auch um einiges stärker. Also eine der stärksten Fernkampfeinheiten. Was nicht schwierig ist, da es kaum Fernkampfeinheiten gibt, leider im ersten Teil. Also auf meinen Befehl. Physische Fernkämpfer. Magie gibt es ein bisschen mehr. Sofort. Aber bei denen ist halt schnell die Magie so das Problem. Und los. Die Rune befiehlt. Auf meinen Befehl. Mir nach. Vorwärts! Für die Freiheit! Sie sind überall! Die Rune befiehlt? Bereit, folgt mir! Zur Ehre Aonirs! Vorwärts! Für die Freiheit! Sie sind überall! So, die Goblins sind eigentlich kein Problem. Auf meinen Befehl. Mir nach. Folgt mir. Gucken wir mal, hast du uns noch was zu sagen? Willkommen zurück. Und los. Auch gut. Mir nach. Und ja, so Secret Quests. Also einmal der Steckbrief und einmal die Axt. Auf mein Kommando. Ist auch recht nützlich. Und los! Kümmern wir uns also erstmal um das. Ihr seid es. Was wollt ihr? Snarf wird euch nicht mehr belästigen. Hier ist dann durch. Ist dieser Steckbrief von euch? Ist dieser Steckbrief von euch? Allerdings, das ist er. Habt ihr diesen Halunken etwa erledigt? Ihr erstaunt mich immer mehr, Runenkrieger. Hier, eure Belohnung. Ein Strauchdieb weniger, um den wir uns Sorgen machen müssen. Ja. Mir nach. Oh, zwei Silber, bereit. Kupfer ist nicht und schlecht. Los. Mir nach. Erfahrungspunkte, die nehme ich auch immer gerne. Ja, stimmt. Ihr beide, ihr habt nichts Besonderes gehabt. Ist es nice und euch vielleicht, aber nö. Hm? Ja, habt ihr schon einmal eine solche Axt gesehen? Zwergenarbeit. War mal ein schönes Stück. Ziemlich verkommen. Ich tausche sie euch gegen eine Waffe aus meinem Sortiment, wenn ihr wollt. Ja, gerne, zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Also, oder ich würde sie lieber verkaufen. Nee, ich will nehmen, was ihr anzubieten gerne habt. Gerne, zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Sucht euch etwas aus. Feuerstahlsäbel, Feuerstahlaxt, Feuerstahlgroßhammer, Feuerstahlschild. Den Säbel. Ja. Leichte Kriegskunst, kleine Klingenwaffen. 3. Auf mein Schnell. Zeichen. Mir nach. Gut, und auch ein paar Erfahrungspunkte, so wie es aussieht.
Hier, sofort! Ihr seid es. Ja. Snarf wird euch nicht mehr belästigen. Hier ist sein Dolch. Ihr versteht euer Handwerk, Runenkrieger. Damit habt ihr uns viel Sorgen erspart. Nehmt dies als Entlohnung. Werdet ihr nun die Torfeste öffnen lassen? Ich gebe zu, ihr habt bewiesen, dass ihr etwas taugt. Ich gebe euch einige Männer mit. Wartet hier, ich werde sie antreten lassen. Und noch etwas, die Männer werden auf direkten Wege zur Torfeste marschieren. Gebt ihnen Geleitschutz und achtet darauf, dass sie lebend dort oben ankommen. Sie werden dann das Tor für euch öffnen. Solltet ihr scheitern, kehrt umgehend zu mir zurück. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Mhm. Ja, vorwärts. Da kommen die Männer, das heißt, wir eilen voraus. Vorwärts. So, haben wir irgendwas gekriegt? Oh, einfacher Metallhelm. Keine Baupläne, nichts. Aber aktualisiertes Quest, ja. Geleitet die Soldaten zum Portal. Auf mein Kommando. Kämpft, Männer! Hier! Verstärkt die Deckung! Zum Angriff! Ja, und die sind halt etwas langsam, deswegen haben wir mir nach! Für den Orden! Vorsprung. Schließt die Reihen! Hier, sofort! Ja, zum Glück sind es nur für die Freiheit! In Anführungszeichen, die wir gerade bekämpfen. Was wünscht die Rune? Schließt die Reihen! Okay. Das ist ein Hinterhalt! Au. Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Und da haben wir einen unserer Leute verloren. Aber der kommt uns nicht. So. Oh, stimmt, sehr schön. Der trägt noch weitere Sachen für uns. So, das kann ich leider nicht in die Runentafel. Erstens, weil wir nur einen Platz frei haben. Den nächsten kriegen wir noch nicht. So, das können wir eintauschen, dass wir eine Zweier-Menschenrune haben. So, Bauplänemäßig haben wir den Aria-Schrein gekriegt. Das heißt, hier kommt alles nach hinten. Tempel des Lichts. Und unseren Kleriker. Zu euren Dienst. Alles klar. Zu Befehl. So, das ist mir auch noch nie bis auf das Let's Play passiert, dass mir hier einer gestorben ist. Wir haben es geschafft. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Schätze, wir werden bald mehr von euch hören, Runenkrieger. So ist den Göttern gefällt. Lebt wohl. Viel Glück und passt auf euch auf. Ja. Er öffnet jetzt das Tor für uns. Weil es ja nicht einfacher gewesen wäre, uns einfach den Schlüssel mitzugeben. So. Hier ist nichts mehr, also ab nach Eloni, der Elfenheimat. Jedenfalls einer Elfenheimat. So wie es ja mehrere Menscheninseln gibt, gibt es auch ein paar Elfeninseln. So, Questbuch wurde aktualisiert. Der Weg nach Eloni. Der Weg ist frei und kann eure Reise nach Eloni fortgesetzt werden. Ist fertig. Durch die Wälder von Eloni führt der Weg zum Schattenhain. Sprecht mit den Elfen dieses Waldes. Ja, das wird schon mal lustig. Hier sind junge Waldspinnen.
Und eine Elfe, die Hilfe braucht. Oder auch nicht. Ja. Wir haben eher Probleme mit Gobbos. Vorsicht, Gegner! So, ich sehe hier Gegner. Ach, die sind auf der anderen Flussseite. Goblin Bollenmacher und so. Ihr Götter, das ist das Ende. Brannigans Armeen haben unsere Heimstatt umstellt. Sie brennen alles nieder. Wo ist Leonidar? Wo ist Utran? Wo sind die Heere der Menschen? Sagt mir, wo? Abgeschnitten und eingekreist von der schwarzen Faust. Auch sie kämpfen um ihr Leben, so wie ihr. Dann möge Ilen uns allen gnädig sein. Sie haben den Kreis geschlossen. Wir sind verloren. Seid ihr aus dem Dorf geflohen? Seid ihr aus dem Dorf geflohen? Nein, wir versuchten einen Ausfall. Er misslang. Viele meiner Schwestern wurden dabei getötet. Diejenigen, die schon durch den Ring der Belagerer gestoßen waren, wurden abgeschnitten und in alle Winde verstreut. Ich konnte 4 Gruppen ausmachen, die in verschiedene Richtungen flohen. Dann sollte sie jemand suchen und wieder in Sicherheit bringen. Wohin haben sich eure Schwestern gewandt? 2 Gruppen flüchteten in das Waldtal, eine davon in Richtung Osten. Die 3. wurde in Richtung Nordosten abgedrängt. Die 4. Gruppe steht vor euch. Ich komme alleine zurecht, aber bitte sucht meine Schwestern. Findet sie und bringt sie sicher zurück in die Heimstatt. Was kann ich tun? Es sind Hunderte. Alleine könnt ihr niemals. Ich diene der Rune. Ich kann euch helfen. Gibt es in dieser Gegend noch einige der alten Monumente? Die gibt es. Dann besteht vielleicht noch Hoffnung. Hört zu, die Goblins der Schwarzen Faust belagern unsere Siedlung. Welle um Welle brandet gegen unsere Verteidigung. Ihr müsst den Goblins mit euren Truppen in den Rücken fallen. Nehmt sie in die Zange. Sie werden nicht mit euch rechnen. Hoffentlich. Sollte euch das gelingen, dann sprecht mit Lykhande, unserer Anführerin in der Heimstatt. Sie wird wissen, was weiter zu tun ist. Nun zeige ich euch ein Monument. Folgt mir. Also ja, das hier ist eigentlich eine Strategiespielkarte. Deswegen ist hier ein Monument. Aber bevor wir das dann in Besitz nehmen, sollten wir hier erstmal das Gebiet von Spinnen und Ähnlichem säubern. Hier ist ein großes Eisenvorkommen schon mal. Das ist gut. Da ist ein kleines Steinvorkommen. Können wir den schon mal aktivieren? Der triggert zum Glück noch keine Gegner. So, und können mal kurz den Ausblick da benutzen. Gucken, was sie noch zu sagen hat. Das Tor zum Waldtal ist verschlossen. Das war Zahn, dieser elende Verräter. Die menschliche Goldgier ist unersättlich. Wie kann ich das Tor öffnen? Zahn muss den Schlüssel gestohlen haben. Wahrscheinlich versteckt er sich in einem der Goblin-Lager. Das einzige diesseits des Tores liegt westlich von hier in einer alten Ruine. Die wir dahinter dir sehen. Aber seht euch vor, das Lager ist gut bewacht. Ihr solltet euch erst genug Truppen herbeirufen, ehe ihr einen Angriff wagt. Ja. Spähen wir trotzdem mal hinüber.
Also wir hätten genug Fisch. Wir haben hier um uns herum genug Bäumchen. Ja gut, man sieht wirklich, es sind viele. Es sind auch Spinnen da dabei. Da ist Zahm zum Glück, der von Gubbel begleitet wird. Und ja, noch ist hier kein Beschwörungsportal.